17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Polnisches Parlament ruft zur Beendigung aller Streikbewegungen im Land auf. Sowjetischer Staats- und Parteichef Brezhnev erklärt, begrenzten Kernwaffenkrieg kann es nicht geben. Stellvertretender Chefredakteur der ungarischen Parteizeitung Népszabadság, René, bezeichnet Aufstand vor 25 Jahren als die klassische Konterrevolution des Jahrhunderts. Täglich 16 verletzte Kinder bei Verkehrsunfällen in Österreich. 10,5 Kilometer langes Teilstück der neuen Donauuferautobahn zwischen Floridsdorfer Brücke und Korneuburg eröffnet. Das Wetter morgen, im Süden meist heiter, sonst wechselhaft. In den Nachrichten, also stille Autobahn haben wir wieder bekommen. Aber du, Vormittag ja. waren viel interessantere Nachrichten. Hast du es gehört? Von Schweden? Ja, mit dem russischen U-Boot. Ja, du, aber das Merkwürdigste ist, ich meine, das russische U-Boot ist in schwedische Gewässer gekommen. Naja, aber ein Fischerboot hat die entdeckt. Das ist militärisches nicht, Sperrgebiet. Nicht das Militär? Nein. Merkwürdig. Also das kann uns ja nicht passieren. U-Boote kommen ja noch in Österreich ganz selten vor. Ja. Ah, jetzt hätte ich fast den Rasierapparat vergessen. Ja, aber ich bitte dich, Hila, ist doch gar nicht der Rede wert. Na, also schön, hätte ich mir in München einen Rasierapparat gekauft. Ja, aber nicht am Sonntag. Also gut, ja, bitte, hätte ich mir in dem Hotel, wo ich bin, dabei einen ausgeborgt. Franz! Ja, was denn? Dein Pass, hast du deinen Pass? Hila, sag, wie lange sind wir eigentlich schon verheiratet? Zu lang. Na. Ist dir in all den Jahren jemals vorgekommen, dass ich irgendetwas vergessen hätte? Eigentlich nicht. Nein. Also. Aha. Was heißt aha? Das ist auch eine Begrüßung. Ist sie da? Ist sie da, ist vielleicht eine Begrüßung. Wer? Ob sie da, die Lafitte? Die Niki. Nein, aber nicht, ich rede nicht, die Frau Lafitte. Also die Frau Sektionschef. Nein, ich rede auch nicht von der Frau Sektionschef, bitte. Ich brauche die mittlere. Die Frau Elfi ist nicht da. Das ist blöd, das ist sehr blöd, weil ich dringend mit ihr reden muss. Was ist schon wieder aha? Weil ich kann mir circa denken, um was es sich dreht. Sie können sich circa an Schmoren denken, ja. Um was es sich dreht. So, kommt die Frau Elfi heute noch einmal? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gut, dann warte ich auf Sie. Ja, du hast schon wiederum zu viel eingepackt. Ja, besser zu viel, als dass man irgendwas vergisst. Nimm doch nicht. Nein, es ist noch viel besser. Du hast von vornherein dran gedacht, dass man nicht so viel. Au! Na, was ist denn das jetzt aber gewesen? Den Finger habe ich mir eingepackt. Das ist wurscht, deshalb ist der Koffer zu. Gott ja, sei ja, Dank. Ja, aber verhor wäre noch der Finger aber mit drin. Sei nicht so wehleidig, komm jetzt. Ja. Wir haben es ja eilig. Ja. Jesus! Was ist Franz, jetzt? Aber du hast doch gesagt, du möchtest noch eine Kleinigkeit essen. Hila, der Zug hat einen Speisewagen. Und stell dir vor, die haben so viel zum Essen, dass sie sogar verkaufen. Aber geh, immer einen kleinen Witz ja, auf den natürlich. Lippen, gell? Na, also kaum gehen wir. Oh! Was heißt oh? Entschuldigen Sie. Verzeihen, ich bin heute ein bisschen, das ist der Föhn. Ja, wir sind offenbar alle ein bisschen wir so. Wir sind auch ein bisschen. Ja, entschuldigen Sie, dass ich da so eindringe. Was bei heißt Ihnen. Denn eindringen? Sie wissen doch ganz genau, Samstag ist bei uns der Tag der offenen Tür. Ja. Für alle Familienmitglieder und solche, die es werden wollen. Ja, oder besser gesagt, wollten. Nicht aha, was Sie glauben, sondern ich bin in einer anderen Angelegenheit hier. Und zwar, ich muss einfach, Ihr werter Sohn, habe es nämlich noch nicht für nötig befunden, seiner Frau mitzuteilen, dass er gemeinsam mit mir eine Buchhandlung eröffnet hat. Und daher werde ich das jetzt der Frau Elfi mit aller mir zur Verfügung stehenden Brutalität beibringen. Ja, die besitzen Sie ja wirklich, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weg. Ja. Weg, wohin? Nein, ich bitte Sie, bitte. Wo müssen Sie denn? Wir müssen auf die Bahn, Was machen Sie, Urlaub? Um die Jahreszeit machen Sie Urlaub? Nein, entschuldigen Sie, also ich gestatten Sie, ich mache zwar keinen Urlaub, sondern ich treffe mich mit Freunden in München. Ja, das ist blöd, das tut mir leid. Ich meine, ich hätte sich so
gern dabei gehabt. Ja, ja, bitte, weiß, heben Sie sich das. Ja, ich bin ja gleich wieder hier. Ach, ich bin gleich wieder hier. Heben Sie sich das alles für die Elfe auf. Ja, Sie? Wir müssen an die Bahn, Franz. Ja, 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 ich gebe Ihnen nur etwas daran, können sich dabei anhalten. Ja, aber Gott sei Dank kommt diese Angelegenheit wenigstens in Ordnung. Wissen Sie, ich finde ja diese Geheimnistuerei von dem Ernstl, also wirkt echt kindisch, wenn Sie mich fragen. Kindisch? Fürchten tut er sie vor seiner Frau. Panische Angst hat er. Vor seiner Frau? Franz, fürchtest du dich vor mir? Na, das glaube ich. Immer dann, wenn du mich davon abhalten willst, rechtzeitig zum Zug zu kommen. Ja, ist das. Ja, komm, komm, komm. Also, gute Reise, Herr. Ja. Dankeschön. Bitte, so, bitte, was ist denn? Was ist denn jetzt eigentlich mit den Brötchen? Sie fangen damit an. Ihre Sandwiches sind viel besser wie meine. Das sagt der Herr Sektionschef auch immer. Ach so. Ich hab das nie. Jesus! Was hast du jetzt? Die Autoschlüssel. Also wirklich, Moment, was ist jetzt? Leid's wiederum. Was ist denn? Hä? Gut, dass ich dich da entfunden habe. Servus, Lauser. Ich hätte etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Na du, das ist gar nicht sehr gut, dass du mich triffst, denn ich hab schon sehr dringend, ich muss auf den Bahnhof. Das ist aber schade. Für wen? Ja, für mich. Ich wollte dich eigentlich anbohren. Du, ich bin ja keine Ölquelle. Ja, aber es handelt sich um einen Gelegenheitskauf, weißt du? Und ich brauche dazu halt ein bisschen Geld. Ja, du, ich bin auch kein Ölscheich. Aber Anleihen sind doch heutzutage etwas ganz Alltägliches. Sogar der Staat nimmt Anleihen. Moment, das möchte mir nicht passen, wenn du so verschuldet wirst wie der Staat. Aber ich kurbel doch die Wirtschaft an, wenn ich mir das Motorrad kaufe. Ich sag dir, eine Okkasion vom Feuerstuhl, das kannst du dir nicht vorstellen. Spottbillig, ein Notverkauf. Du, wenn das so eine Okkasion ist, warum verkauft denn der das? Ja, weil der Benzin so teuer ist. Ah, nein. Ja? Und du hast offenbar eine Quelle, wo du das Benzin schenken? Aha. So, aber komm doch um Gottes Willen, ja, wir versäumen den Zug. Ja, 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 also, wieder schauen. Ich habe meine Schlüssel jetzt. Ja, servus, gut, Tommy. So. Na, was Benzin. Oh. Was ist schon wieder? Oh. Also, ja, da, Tommy. Hallo, servus. Heinz. Wie geht's dir? Es ist nett, dass man dich wieder mal sieht. Ja? Es wärmt mir direkt die Seele. Geh auf, das ist, freut mich, aber... Wenn du das sagst, auf dein Wohl. Naja, ist nämlich so, du warst mir von Nickis Freunden immer der Liebste. Aber geh auf, das ist bei dir auswischt, das ist eine Leistung immerhin. Und du bist zum Beispiel auch der Einzige, von dem ich mir Geld leihen würde. Aber geh auf, ich bin der Einzige, ja, das ist entzückend und das ehrt mich auch. Nur kriegst du keinen Groschen von mir, weil ich nämlich alles, was ich habe, ins Geschäft stecken muss. Verstehst du? Dann bleibt mir also wirklich nichts anderes übrig, als mit meiner Mama. Moment, bevor du mit deiner verehrten Mama sprichst, ja, spreche ich mit ihr. Ich bin nämlich früher angemeldet, ja, und du verzupfst dich inzwischen und sprichst dann mit ihr, wann ich fertig bin. Also gut, ja. Aber das mache ich nur, weil du bist. Ich küsse die Hand. Dankeschön. Was der hat heute. Oho. Ja, Domile, servus. Ja, servus. Mich. Aber was sagst du dem Sturm, der auf einmal ist? Also, und dieser Hit. Ja. Also, es ist nett, dich wieder mal zu sehen. Na ja, das glaube ich. Bin auch den ganzen Tag, du von früh... Bis jetzt war ich in der Buchausstellung in der Hofburg. Weißt, der Verlag aus Linz, das ist typisch, immer glauben sie, sie werden wieder fertig. Aber es ist nichts da, jetzt haben sie mich eingespannt. Ich habe von heute früh bis jetzt ununterbrochen Plakate gezeichnet. Weißt, so mit Pfeilen und mit allem für die Kinder und so. Sag einmal, was heißt das eigentlich, wenn du mich siehst einmal? Was bedeutet das? Sprich dich nicht aus. Naja, dass du eigentlich nie zu Hause bist, ne? Du meinst, wenn du nicht zu Hause bist, dann bin ich zu Hause, nicht? Wann bist du eigentlich zu Hause, bitte? Schau, streit mir nicht immer das. Ich habe ein Problem mit dir zu besprechen. Sind Sie ein Semaphor oder was ist los? Nein, ich bin kein Semaphor, aber der Herr Heinz ist drinnen, der will dringend mit Ihnen reden. Mit mir? Ja. Der Heinz? Ja. Was macht der denn da? Ja, der hat auch ein Problem mit dir. Nein, mit mir nicht, dass ich wüsste. Aber ich kann mir schon denken, was es ist. Na bitte, machen Sie nicht schon wieder ein Fernsehquiz draus. Wenn Sie wissen, was es ist, dann sagen Sie es bitte, Frau Sockerl. Ich sage nur Niki. Ich verstehe. Er will sich wahrscheinlich über die Niki bei mir beklagen. Na gut, ja, na da kommt dann die richtige Adresse. Und dem will ich was erzählen. Ich war lieber in der Küche. Immer. Oh! Oh, ah, endlich!
Sie wünschen, mit mir zu sprechen. Ja, und zwar dringend. Aber eins möchte ich Ihnen sofort sagen. Es interessiert mich das alles überhaupt nicht. Das macht hier euch alles bitte untereinander aus. Bitte, ja? Das hat Sie zu interessieren, weil es eine Angelegenheit ist, die die ganze Familie betrifft. Familie? Ja. Hör immer, Familie. Schöne Familie, keiner redet mehr mit dem anderen. Mir sagt ja kein Mensch mehr was. Ich sag doch, wenn Sie sich einen Moment gedulden. Also, bitte. Bitte. Verzeihen Sie, Mann. Dankeschön. Ja, Mann, Sie. Also, bitte. Also, es geht um Folgendes, ja? Kurz und deutlich, wir haben beschlossen, uns zu liieren. Ja, Parole, gemeinsam. Nein, liieren, schon wieder, nach diesen ganzen Krachs und diesen ganzen Szenen. Nein, Krachs, alles Szenen, wieder aber das ist ja alles, nein, das ist nein, vergessen, nein, Tabula rasa, ein neuer Beginn. So. Und jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Ich bin dagegen. Sie sind, das habe ich gewusst. Sie sind ja immer dagegen. Sie waren von allen Anfang an, waren Sie nämlich dagegen. Ja, erraten. Und wenn ich etwas zu sagen hätte... Ja, aber Sie haben, nicht böse sein, aber Gott sei Dank haben Sie da nichts mehr zu sagen. Es gibt doch kein Zurück mehr. Nicht, bitte? Moment. Kein Zurück mehr. Bitte, ist etwas passiert oder was? Es ist nichts passiert, aber wir waren bereits beim Notar. Das heißt, Sie waren beim Notar? Das heißt, wir waren beim Notar. Nicht? Das, weil alles muss ja seine Richtigkeit haben. Also, bitte, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Schauen Sie, bitte, darf ich Sie vielleicht im Sitz nicht? Er hat nämlich auch schon das Geld eingezahlt. Was für ein Geld? Na, was für ein Geld? Na, ohne Geld ist nichts. Nicht ohne Geld kann Musi. Jetzt möchte ich wissen, was hier alles hinter meinem Rücken vorgeht. Aber schauen Sie, das ist es ja. Sie beschweren sich, dass hinter Ihrem Rücken was vorgeht. Und wenn man aber versucht, es Ihnen ins Gesicht zu sagen, dann muffeln Sie einen an. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, ich muffle nicht. Also gut, ja? Ich nehme zur Kenntnis, Sie muffeln nicht. Ich glaube, es ist mir jetzt ein bisschen nicht gut. Ich muss schauen, vielleicht gibt es da Valium. Nein, aber bitte, ich bin ja noch nicht fertig. Bleiben Sie da. Ich bin ja. Aber liebe Frau Fritz, jetzt rennt Sie wieder fort. Ja, ja. Ah, hello, sister, you're coming like cold. Was ist? Na, kannst du nicht Englisch? Du kommst wie gerufen. You are coming like cold. Du bist aber auch von Tag zu Tag blöder. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich möchte dich gern einladen für nächsten Samstag, den 7. in die Stadthalle zu einem Jazzkonzert. Um 19.30 Uhr fängt es an. Wer? Die Ella Fitzgerald. Was, die Ella Fitzgerald? Ja. Herrlich. Ja. Sag, du willst mich einladen? Ja. Aber das ist aber doch ganz was Neues. Das kenne ich doch gar nicht von dir. Da steckt doch sicher was dahinter. Wieso? Wieso soll da was dahinter stecken? Du kannst mir natürlich als Gegenleistung, könntest du mir unter die Arme greifen mit ein paar blauen Riesen. Mit was? Blaue Riesen? Jetzt kannst du Deutsch ahnen. Na, blaue Riesen, Tausender. Du spinnst, ja. Also wenn ich Tausender hätte, dann wüsste ich mir was Besseres, als dir damit unter die Arme zu greifen. Ich würde zum Beispiel mal mein Auto lackieren lassen, dann würde ich den Auspuff reparieren lassen, der mir jetzt gerade runtergeflogen ist. Sag, ist schon jemand da? Jemand ist gar kein Ausdruck. Dein Ex-Superheinz ist hier. Und weißt du, was ich glaube, was der macht? Der hält bei der Mama um deine Hand an. Was? Ich meine, der spinnt ja. Von mir sagst du, ich wäre von Tag zu Tag blöder. So, würdest du mir bitte erklären, was das überhaupt soll? Was höre ich da draußen von Tommy? Du hältst meine Hand, dann sag mal, sprach ich. Bitte warten, im Augenblick sind alle Leitungen besetzt. Bitte warten, im Augenblick sind alle Leitungen besetzt. Sehr komisch, ja. Nicole, ich frage dich jetzt als Mensch und Mutter, hast du irgendeinen Grund, dich mit diesem Menschen, wie er sich so schön auszudrücken pflegt, wieder zu liieren? Was? Zu liieren? Ja. Da hat der Tommy doch recht. Sag mal, du bist ja vollkommen übergeschnappt. Ich meine, jetzt in dieser Situation Nicole, da hier. Reg dich bitte jetzt nicht auf. Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. So. Ich frage dich jetzt, mein Kind. Es ist eine Sache, die nur Mutter und Tochter angeht. Bitte sehr. Verstehen Sie? Ja, Sie haben jetzt den Mund zu halten. Ja, bitte, ich sage kein Wort. Nein, bitte, Sir. Nicht mehr. Nein, Sie nehmen die Sache in die Hand, bitte, ja. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon du redest. Was heißt das, ob ich einen bestimmten Grund habe? Nicole,
Es gibt doch Situationen, wo sich manchmal, Leute glauben, sie kommen aus dem überhaupt nicht mehr heraus. Aber das ist doch alles vorbei. Das war doch früher mal, dass man geglaubt hat, wenn eine gewisse Situation eingetroffen ist, dass eine Muss-Heirat, dass man also da heiraten. Warum besprichst du denn die ganze Sache nicht mit mir, Niki? Warum gehst du denn damit zum Papa? Was, zum Papa? Wieso gehe ich zum Papa? Ja, also, einer von euch muss es ihm ja gesagt haben, sonst hätte er doch das Geld nicht hergegeben. Was denn für ein Geld, bitteschön? Okay, so, und jetzt bitte, bevor ich mir... Eine Heirat? So, jetzt bitte ich das Lafitte-Duo für einige Takte Pause zu machen, ja? Weil ich nämlich scharf am Überlegen bin, ob ich jetzt einen Lachkrampf kriegen soll oder nicht. Schaust aber nicht so aus. Moment. Also gut, ich werde nicht lachen, sondern werde das Missverständnis aufklären. Sehr verehrte Frau Lafitte, die Liaison, von der ich gesprochen habe, betrifft keineswegs mich und die Niki, sondern mich und den Ernst. Deswegen will er die ganze Zeit nichts mehr von mir wissen. Na, aber das ist doch, Sie sind ja schon wieder falsch. Aber, bitte, pudeln Sie sich wieder herunter. Es ist so, die Liaison, von der ich spreche, ist rein geschäftlicher Natur. Der Ernst und ich werden gemeinsam eine Buchhandlung eröffnen. So. Eine Buchhandlung? Howdy! So was? Howdy! Servus, Onkel. Howdy, Jankster! Tommy, na, was los? Du bist der groß geworden seit dem letzten Mal. Bist du ordentlich gewachsen, ne? Na? Hast du viele Aufgaben? Ich kann nicht klagen. Reg dich nicht auf, du kannst dich nicht dafür. Das ist ja Schicksal, du hast Glück bei den Männern. Ja, nicht dir gefällt an jeder. Irrtum, mein Lieber. Nicht jeder gefällt mir, nicht jeder. Nein, einer gefällt mir nämlich nicht. Du. Das ist gut, du kommst aber spät drauf. Nicht, wieso komm ich spät drauf? Sehr spät, das hätte dir auch früher einfallen können. Da hätte ich mir nämlich eine Menge erspart. Was hättest du dir erspart? Bitte? Dich. Was? Dich. Ah. Ja. Aha. Und wer hat mich denn Tag und Nacht gebenzt, bis ich mich endlich habe erweichen lassen? Ich hab gebenzt und du hast dich erweichen. So, was ist das denn? Zu blöd. Natürlich. Du hast dich erweichen lassen, obwohl ich dir überhaupt nicht gefallen habe. Aber natürlich. Und da hast du nachgegeben. Ja? Und des lieben Friedens willen. Ja, stimmt. Ja, genau. Verstehe, ich werde dich vorschlagen für den Friedensnobelpreis. Ja. Und du wirst in das Buch der Rekorde kommen als absoluter Weltmeister im Krachmachen. Wonderful, Kinder, wonderful. Das ist exakt genau das, was ich suche. Ja, das ist Kertschoina. Why is he mad? Oh, Elfie! Ja. Elfie! Oh. Nice to meet you. Nice. I'm glad. Ja, I'm very glad. Dann so was. Also, das habe ich aber nicht gewusst, dass du kommst. Oh, fine to see you, Elfie. Looking very good. Ja, das ist Niki. Oh, I can't. Ich weiß nicht, woher. Das war doch der Onkel Kurt. Von der Hände. Siehst du? Du warst damals mittelgroßes Swammerl. Ah ja, das ist schon lange her. Das ist lange her. Komm, bitte, komm. Sorry, Lala, ja. Kommst du jetzt gerade aus Amstetten? Amstetten? No. Ich komme aus London. Ich arbeite jetzt in London. Du arbeitest in London. Ja. Das wundert mich aber. So, wieso wundert dich das? Ja, dass du arbeitest in London, ist doch eigentlich gerade eine Stadt, wo es so viele Arbeitslose gibt. Oh, ne? Aber doch nicht in meiner Branche. Na, was machst du denn dort? Ich bin bei Film, Kinder. Film, Motion, Pictures, ne? Wundervolle Branche, ein Mädchenbranche. Kannst du viel Geld machen. Ich bin ein sogenannter Story Scout. Ach so, was ist denn das Story Scout? Sowas wie Geschichtenpfadfinder, oder? Ja, du, ich mache die Geschichten, die dann verfilmt werden, die suche ich zusammen. Okay. Ne? Wenn ihr zum Beispiel irgendeine Story, euer Schicksal oder euer Leben habt, ne? Dann kaufe ich das von euch ab, eure Lebensstory. Was denn? Geschichten, die wirklich passieren? Wir nennen das in der Fachsprache Abgeltung von Persönlichkeitsrechten. Was, da kriegt man wirklich Geld dafür? Natürlich, es kommt natürlich darauf an, wie dramatisch die ganze Geschichte ist. Ne? Mein Auspuff. Du, Onkel Kurt, ja. Du hast doch vorhin gesagt,
Das ist exakt das, was ich suche. So, habe ich. Ja, wie der Heinz und ich gestritten haben. Das war sehr interessant. I like it. Das war sehr interessant. Das ist, das könnte ich jetzt zum Beispiel erzählen. Na, Moment, das kommt natürlich darauf an, wie eure Story weitergeht. Ich meine, weitergeht. Na, ich erzähle das liebend gern. Ja? Wirklich, was nicht. Doch, na, entschuldige bitte. Mit meinen Persönlichkeitsrechten kann ich machen, was ich will. Ist gut. Komm, okay, gut. Yes, I can with you. Du musst das notieren. Go forward, Niki, go forward. Da ist ein Bleistift, yes, Papier. Hast du das gehört, du? Was? Du, man kann durch Persönlichkeit, durch ein tolles Schicksal, kann man beim Filmen Geld verdienen. Ja. Bitte, was sind Sie nicht böse, wenn ich störe? Na, was ist denn, Frau Sokol? Ich weiß da nämlich auch etwas. So, aha, Sie wissen auch etwas. Ich sehe schon, alle wissen hier was, nur ich erfahre alles nur durch Zufall. Ja, das ist ja, wissen Sie, ist ja auch ein Zufall, weil wenn man nämlich in der Küche ist, man hört durch die Durchreiche, ob man will oder nicht. Ja, aber Sie wollen, ja? Der Ernst, wenn der Herr so eine seniorische Stimme hat, dann müsste ja direktärisch sein, wenn ich das nicht hören würde. Und dann habe ich das eben gehört von den Persönlichkeitsrechten. Mhm. Naja, das interessiert Sie so, Frau Sokol? Na, hören Sie, warum soll mich denn das nicht interessieren? Bin ich vielleicht keine Persönlichkeit, habe ich keine Rechte, nicht? Ja, das bezweifelt ja niemand, aber... Na, wissen gesagt, Sie, es ist nämlich so, da kennte ich ihn ungeheuer viel. Er hat nämlich gesagt, dass ihn Schicksale interessieren. Und ganz wurscht von wem. Und ich habe ein Schicksal, hab bei Ihnen. So genau. Also, ja, das geht alles so. Sehr gut möglich. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war, ist ja wurscht. Das war, bevor ich den Engel noch kennt habe. Da bin ich einmal eingestiegen in einen Ringwagen. Und da ist ein gewisser, wie sich später herausgestellt hat, Maschanska heißt er, ist mir in die linke Ferschen gestiegen. Oh, in Schuhe habe ich verloren. Ja, aber das stimmt. Schuhe habe ich verloren. Mami? Wer hat? Der Onkel Kurt möchte auch mit dir reden. Aha, sehr gut. Ich komme nicht dazu, dass ich nämlich auch mit ihm reden. Dieser Unfug muss jetzt wirklich einmal. Ja. Ich möchte dich bitten, dass du mit der ganzen Geschichte jetzt aufhörst. Ja, unsere Familie ist schon so verrückt, verstehst du? Wir brauchen nicht noch jemanden, der uns narrisch macht. Sogar die Sokol, die spinnt. Also, ich beg your pardon, Elf. Das habe ich nicht gewollt. Aber bitteschön, das hat man eben davon. Ach, jetzt ist auch noch beleidigt. Na ja, Schöne, schau mal, da will man euch zu Geld, Gut und Vermögen bringen. Und da wird man angesnauzt und angeschrien. Na ja, danke. Ja, lauter Mimosen, wo ich hinschaue, Mimosen. Na ja, also bitteschön, aufdrängen. Ihr tragt doch alle ein Vermögen mit euch herum. Aber aufdrängen will ich mich nicht, ne? Sag mal, wieso trage ich ein Vermögen mit mir herum? Na, Elfie, denk doch nach, hast du keine Probleme? Nein, ich habe keine Probleme, nein. Nur mein Mann gibt hinter meinem Rücken seinen Beruf auf und sagt mir nichts davon, macht eine Buchhandlung auf. Meine Tochter, die ist einmal verlobt, dann ist sie wieder nicht verlobt, dann liebt sie ihn, dann hasst sie ihn. Die anderen Kinder, die sehe ich überhaupt gar nicht mehr. Ich lerne einen Mann kennen, der wirklich der Mann meines Lebens ist und ich weiß überhaupt nicht, was ist. Weißt du, ich peile über den Daumen, weißt du? Was du mir bis jetzt erzählt hast, ja, ist ungefähr rund 3.000 Pfund wert. Bitte? Ah ja? Na geht, das ist doch nicht dein Ernst. Na wie das wirklich ernst ist, wirst du sehen, wenn ich dir das Geld auf der Table blättere. Bitte, wirklich? Das? Ja. Naja, also ich muss sagen, ein bisschen Geld, das wäre gar nicht einmal schlecht, wenn wir so Geld hätten. Wer weiß, in was sich der Ernst für Sachen eingelassen hat. Ach so, interessant. Gefährliche Sache. Ja? Also, gefährlich erhöht das Spannungselement, erhöht auch ihr die Summe von Geld, ne? Ja, na Elfie, komm, sag mal, was ist los? Was ist los mit Ernst? Kannst du offen sagen, say the truth to me, Weibergeschichten? Aber keine Weibergeschichten. Oh, das ist schade. Nein, es sind irgendwelche undurchsichtige Geschäfte, in die sich... Oh, das ist Schmiergelder, Bestechungsgelder, sehr aktuell, ist sehr in. Auf alle Fälle mit irgendeinem dubiosen Geschäftspartner. Oh, interessant. Und say, Elfie, mit wem? Deinem gewissen Heinz. Mit Heinz? Nein. Das ist ja großartig. Nicht großartig. Aber ist das der Heinz, der hat die Stories da mit der Niki? Ja, leider. Das ist doch ganz großartig. Wir nennen das in der Fachsprache Verflechtung von Problemen. In Englisch Overlapping of the Problems. Also dieser Heinz ist bares Geld wert. Okay. Bares Geld. Frau Sock, also, ach du bist es. Verzeihen, entschuldige ich. Wollt nicht stören. Aber du störst doch nicht, Heinz.
Sie. Nein, nein, bitte, ich habe nämlich nur meinen Aktenkoffer vergessen. Aber das macht doch nichts, ich bin doch froh, dass du da bist. Komm, ne? Das heißt, du bist froh, dass ich da bin? Ich mein, Moment mal, was ist das überhaupt für ein Gesicht und so? Das gibt's ja alles nicht. Ich freue mich halt, dass du wieder da bist. Du freust dich? Das verstehe ich nicht ganz, wieso du dich. Schau, ich werde dir das genau erklären. Ich finde. Nämlich, geh schon da hinein. Ich finde, es ist schade, dass wir uns schon wieder gestritten haben, nicht? Darüber nachgedacht, das ist eigentlich blöd. Ich finde, wir sollten uns wieder gut vertragen. Das ist alles so ein bisschen gar. Das ist mir ist das so ein bisschen unheimlich. Ich meine, was ist los? Was ist los? Hat irgendeiner deiner gegenwärtigen Gschamsterer abtelefoniert für heute Abend? Also entschuldige, was du immer wieder denkst, ist ja wirklich zu blöd. Also, es ist merkwürdig, bist du schon irgendwas? Was ist los? Na, es ist was passiert. Also jetzt setz dich daher und ich werde dir was genau erzählen. Es ist Folgendes. Ah, das ist mein Akt, das ist wichtig. Ich habe dem Onkel Kurt unser Schicksal erzählt. Du hast dem Onkel. Wer ist der Onkel Kurt? Macht eh nichts, wenn wir da aus einem vollen Glas trinken. Hm? Nein, ich hab schon genug gehabt. Nein, du musst jetzt trinken. Der Onkel Kurt, das ist der Bruder von der Oma. Hm? Der Bruder von der Oma? Ja, der Bruder von der Oma, und dem habe ich unser Schicksal erzählt. Ja, sag mal, das ist überhaupt, wie kommst du mir denn vor? Wie kommst du darauf, dass du, wenn man wildfremden Menschen unser Schicksal erzählt, nämlich meines? Mit deinem Schicksal kannst du machen, was du, aber mein Schicksal erzählst du wildfremden Menschen? Sei doch nicht so blöd. Ja, ich bin überhaupt nicht blöd. Er will es doch kaufen. Reg mich nur auf. Was will er kaufen? Er will es kaufen, unser gemeinsames Schicksal. Und wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass wir eigentlich sehr gut zusammenpassen, du also und ich. Das Gefühl, dass ich glaube eher nicht, ein Schicksal will er kaufen. Nein, er will ich glaube, das volle kaufen. Glas ist von dir schon. Du hast wahrscheinlich schon dem Cognac zugesprochen. Hast du noch nie was von Persönlichkeitsrechten gehört? Du, vielleicht solltest du doch lieber nicht so viel. Ich habe schon von. Nur was hat das bitte alles mit dem Onkel Kurt? Schau, ich will meine Aktentasche und will aber wieder. Aber nein, jetzt gib endlich eine Ruhe. Wir können unsere Liebesgeschichte verkaufen, nicht? Sag, ich hab das Gefühl, irgendwas. Frau Sokol? Ja, eine Frau? Sagen Sie mal, wer ist denn da? Das ist Ihr Herr Bruder, eine Frau. Was? Ja. Nein, der ist da. Der ist da. Na, sowas. Eine Frau? Ja? Der ist jetzt beim Philipp. Machen Sie keine Witze. Ja. Jetzt habe ich dir das alles erklärt. Und so ist das mit den Persönlichkeitsrechten. Ich verstehe. Naja, ich meine, das ist natürlich. Das ist so wie bei uns im Buchhandel, nicht Copyright. Ja. Und das möchte der Onkel Kurt kaufen. Ja. Naja, ist gar nicht so schlecht. Ich habe mir doch gedacht, du brauchst doch jetzt sicher Geld, nicht? Das glaube ich. In einer neuen Situation, mit einer neuen Buchhandlung, eh schon wissen. Also Kinder, ihr kostet mich zwar alle eine schöne Stange Geld, aber da kann man nichts machen. Buzines ist Buzines. Also, Onkel Kurt, das ist der Heinz. Oh, das ist ja Heinz. Glatt, du Mädchen, glatt. Glatt, ja, ich treffe sie auch. Nein, das ist der Mädchen, das ist Heinz. Na ja, ist ihm wirklich nur fragen. Also, Kinder, was ist los? Alles all right bei euch? Ja, natürlich. Er ist einverstanden. Also, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir da machen. Aber Kinder, müsst ihr gar keine Angst haben. Eure Namen werden ja im Film geändert. Nobody wird wissen, dass ihr es seid. Ne? Ich habe kein sehr gutes Gefühl bei dem Ganzen. Aber dein Gefühl wird besser sein, wenn die Schecks on the table hier ja, sich stapeln. Ne? Hm? Glaubt mir, Kinder, ist. Oh, ja, ich freue mich, dich zu sehen. Du bist na gut, mir geht es sehr. Du bist ja immer jünger, wie machst du das? Ah, aber was weißt du, ich habe eine sehr aufregende Familie. Oh. Und die hält mich in Bock. Oh, du sag, was ist denn mit dir los? Wie redest du? Ich lebe jetzt in London, weißt du. Ach, und da hinten und das Englisch? Nein, ich wohne direkt im Piccadilly-Zirkus und habe das Glück, jeden Tag eine neue Vorstellung. Aha. Löwen, Tiger, viele Kamelen, sehr viele Kamelen. I see. Yes, thank you. Grüß euch, Kinder, na seht's euch doch. Also, es ist alles glatt gegangen. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt ist er schon sitzt er schon im Zug. Ja. Pardon, wer sitzt wo? Der Franz sitzt im Zug. Oh, Franz ist nicht hier. Na, entschuldige, das habe ich dir am Telefon gesagt.
dass er übers Wochenende in München ist. Oh ja, du, ich habe vergessen, was ich habe ganz vergessen, das Telefonkabel nach London auch schon ein bisschen rostig und nicht mehr das alte, was früher war. Du hast gewusst, dass der Kurt kommt, du hast überhaupt nichts gesagt. Also meine Liebe, wenn der Kurt mir am Telefon sagt, er kommt, dann ist er noch lange nicht da, dann muss ich erst warten. Ob er wirklich kommt, dann kann ich was sagen. Da kann ich nur eines sagen. Oh. Tempora mutantur, ne? Oh. Auch das schwarzeste Schaf trägt manchmal eine weiße Frage. Das ist cool. Du, aber sag einmal, du bist jetzt beim Film. Ja, natürlich, Filmmovie. Aber es ist fantastisch, ganz fantastisch, wie sie hier rumspricht. Naja, die Frau Sokol hat es mir erzählt. Sag, warum hast du keine Andeutung am Telefon gemacht? Das sollte eine große Überraschung sein. Ich komme ja eigentlich wegen dir, bin wegen dir da. Was? Meinetwegen so? Ja, was sagst du, willst du auch die Persönlichkeitsrechte von der Oma? Natürlich, es liegt doch auf der Hand, wie wir sagen, upon the hand. Also ich verstehe nicht ein Wort, wovon ihr redet. Es geht um die Memoiren. Um deine Memoiren. Um die Memoiren einer großen Schauspielerin. Ach, das ist ein Blödsinn. Wer ist denn neugierig auf das, was ich erlebt habe? Bist du... Aber don't be so pingelig, wie Andy Adenauer sagt. Ne? Kinder, jeder, der auf sich hält, ne, schreibt ein kleines Buch heutzutage. Ja, also, ne? Ich schreibe keins. Na, du musst ja gar nicht schreiben, dein Leben wird ja verfilmt. Aber der Blödsinn. Also, entschuldige bitte, du darfst doch nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Nein, ich kann nicht Bitte schön. Ich werde mir das Ganze überlegen und werde das selbstverständlich mit dem Franz besprechen. Liebe Hella, das geht nicht. Das heißt, ich fahre morgen bereits nach London und ich nehme das ganze Paket gleich nach London mit. Aber ich habe da eine Idee. Kinder, ich habe eine Idee. Wozu eigentlich trägt jeder seine eigene Story? Warum jede eigene Story? Ich habe eine wundervolle Idee. Wir alle gründen die Family Film Production. Die Family Film, aber Moment, das ist eine gute Idee, aber ich kenne mich jetzt bei Firmengründungen nicht aus. Ich meine, da braucht man ja Geld, nicht? Das sogenannte Gründungskapital. Wo nehmen wir das her? Gründungskapital sind eure Stories. Ja, und wer zahlt das dann, wenn wir sie auch wirklich drehen wollen? Kinder, zahlen tut Vater Staat. Ne? Wozu haben wir denn Filmförderungsgesetz? Ne? Also, ich weiß nicht ganz sicher, bin ich nicht. Weil Kinder, denkt doch an die großen Filmerfolge von der Vergangenheit. Nicht? An die Lila Hai. Weißer Hai. Auch. James Bond. Oder die heiße Nächte von der Josephine Mutzibäcker. Ich habe hier die Vertragsformular mit. Ihr könnt alle gleich unterschreiben und ausfüllen. Ist hier. Heinz, take it, yes? Ja, aha, sag einmal. Ja, Herr Sektionschef, wieso sind Sie denn? Wer ist denn da? Das ist der Bruder. Das ist der Bruder von der gnädigen Frau. Das habe ich mir gedacht. Haben Sie? Ja. Bitte schön. Zuerst hinunterschlucken und dann den Mund halten. Sagen Sie, Frau Sokol. Ja. Kann man, wenn man diese Durchreiche ein bisschen aufmacht, kann man da zuhören, ohne dass man gesehen wird. Wenn man so ein kleines Spätel nur, ich zeig's Ihnen. Passen Sie auf. Das muss also jeder von uns muss hier unterschreiben. Sehr richtig, Heinz. Jeder Gesellschafter einzeln hier und dann unterschreiben. Ja, vielleicht, wenn die liebe Frau Elfi damit beginnt, nicht? Ja. Danke, lieber Herr Heinz. Aber ich unterschreibe erst, wenn die Hela unterschreibt. Aber wieso? Das kostet doch nichts. Also, entschuldige vielmals. Also, ich habe das Gefühl,
Ich muss das zuerst mit Franz besprechen. Nein, Kinder, das geht. Ich fahre doch nach London zurück und nehme das Ganze gleich mit. Ne? Und das Ganze kostet uns überhaupt nichts. Du kostet euch eine Kleinigkeit, Kinder, eine kleine Gebühr. Jeder von euch zahlt an mich 2000 Schilling. Ne? Ja, 2000. Aber Kinder, dafür haben wir. Hört mal, habt ihr doch eine Weltfirma in der Hand, ein Kapital. Und ich fahre mit eurem Geld nach London. Ich verstehe. Grüß euch Gott, wir alle miteinander. Was? Was ist das? Das ist ja. Ja, ja. Aber was ist jetzt hier? Franz, bitte, du schaust mir an wie ein Gespenst. Ja, aber entschuldige, wie kommst du denn hierher? Ein kurzes München, was war das? Ja, steht davor mit dem Taxi. Ja. Das ist ja denn schon, du schon wollt, entschuldige, du wolltest doch nach München fahren. Ja, ich entschuldige, Herr Hiller, ich wollte wirklich nach München fahren. Ich bin auch schon im Zug nach München gesessen. Ja, was ist denn da oben? Ja, ja, nur während ich so dort gesessen bin, habe ich einmal gelegentlich so, weißt du, so, nicht wegen einem Herzanfall. Nein, ich habe nur gewöhnlicherweise, du wirst gleich furchtbar lachen. Du wirst gleich so lachen, da greife ich da hinein und da finde ich nichts, weil ich habe meinen Pass zu Hause vergessen. Na, ich doch gewusst, dass du also herzlich lachen wirst, wo ich gerade vorhin noch gesagt habe, in unserer ganzen Ehe habe ich nie was vergessen. Ach, so etwas? Ja, Kurt, mein lieber Kurt, na, ich freue mich ja riesig, dich hier zu treffen. Ich freue mich ja ganz wahnsinnig. Na, siehst du, schaust auch so glücklich rein. Ja, happy, meistens happy. Na ja, freilich, freilich. Du, weißt du, natürlich wollte ich hinfahren, aber gut. Was werden die Freunde jetzt machen ohne dich? Das bitte, was werden sie machen? Sie werden allein ohne mich feiern. Ich habe ihnen auf jeden Fall ein Telegramm geschickt. Schau, ganz schöne Schande, dass du also sowas fragst. Es gibt selten etwas Schlechtes, wo nicht auch was Gutes dabei ist. Na, was ist gut? Ach so, ich weiß schon. Na, was ist gut? Schau, sonst hätte ich doch deinen lieben Bruder gar nicht getroffen. Ja, ja, ich habe dir Hila auch gesagt, ich war so sorry, dass du nicht da bist. Ja, stell dir vor, und jetzt hast du das Glück, ich bin da. Ja, ich bin auch, ich weiß. Na, man sieht es ja auch, du bist ja ganz entzückt. Ja, siehst du. Und weil wir schon so gemütlich miteinander plaudern, ich möchte eine Kleinigkeit mit dir besprechen. Mit mir müssen reden? Natürlich. Wo? Na wo, na wo? Schau, in meinem Zimmer. In die Office? Ja, entschuldigt's mir, einen Moment. Ich geh. Mein Onkel, komm wieder zurück. Dann, ich hab meinen Onkel Kurt nur erklärt. Du hast dein Office da? Das ist mein Office, ja, ja. So. Na? Como le va, Caballero? Was? Wieso? Was? Na, was soll das? Du musst doch Spanisch mit mir reden. Na, cool. Du weißt ja, dass ich jetzt in London war. Ja, ja, aber ich meine, das letzte Mal warst du doch ganz Spanisch. Jetzt bist du auf einmal Englisch. Na ja, na, ich arbeite ja in London. Ich bin ja beim Film, bei The Picture. Ne? Ah, nein, du arbeitest in London. Ja. Du, das ist ganz erstaunlich. Das London muss ein eigenartiges Klima haben. Ein Klima, das dich animiert zu arbeiten. Ja, ich schon, weißt du, ich habe ja lichte Momente, habe ich schon. Ja, 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 ja. Na, weißt du, ich wollte das nicht vor den anderen besprechen, weil das, was ich mit dir zu besprechen habe, ist ein bisschen delikat. Ja, ne? Ja. Oh, bitte. Weißt du, ich... Shoot on. Was? Schieß los. Ach so, ja. Weißt, mein Englisch ist, glaube ich, fast so schlecht wie deins. Ja, du, ich will dich natürlicherweise nicht kränken. Ja, na, da bin ich ja gar nicht so leicht zu kränken. Was so? Heißt, ja? Naja, ich habe gefürchtet, du könntest gekränkt sein, wenn ich dir jetzt plötzlich Geld aufdränge. Du willst mir Money geben? Ja. Was, wieso? Naja, du hast doch... Auslagen gehabt, Spesen. Na ja, du meinst für die Reise nach London, ne? Oder? Nein, das meine ich eigentlich nicht, die Reise nach London. Aber schließlich und endlich, du, ich weiß nicht, ob also Theaterkostümverleih, ob das reine Wohltätigkeitsanstalten sind. Ich fürchte fast, die werden von dir eine Leihgebühr verlangt haben. Ich verstehe dich nicht ganz. Was, ah, verstehst du mich nicht? Na schau, da draußen, wie ich bei der Tür hereingekommen bin, da ist da draußen so ein eigenartiger Mantel gehängt. Ja, ja, was ist das? Echtes japanisches Affenohr. Habe ich von einem blinden Japaner unter der Hand bekommen. Aber nein, aber nein. Du, der Japaner, der scheint aber vergessen zu haben, dass in dem Mantel da ein Schilderl drinnen ist, Theaterkostümverleih. Und wie ich dieses Schilderl gesehen habe, da fiel es mir plötzlich ein, den Mantel kenne ich. Der hat schon gelegentlich in verschiedenen Theatern gespielt. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich ihn im Theater in der Josefstadt gesehen. Na ja, wenn du ins Theater gehst, meine... Ja, ja, also pass auf, Kurt. Ich werde dir da einmal, sozusagen aus meiner Privatschatulle, werde ich dir
Eins. Eins, danke. Zwei. Danke. Drei. Danke. Ja, jetzt ist genug. Geben, ich weiß schon, damit kann man natürlicherweise keine, wie hast du so schön das genannt? Family Film Production gründen. Eine gute Idee. Ja, so wunderbare Idee. Nur, weißt du, es gibt ja verschiedene Filmfirmen. Ich kenne massa Filmfirmen noch aus der Zeit, wo ich im Unterrichtsministerium war. Die haben auch einen schönen Namen gehabt, nur Film haben sie nie einen gedreht. Aber Telefon haben sie gehabt meistens im Büro. Telefon haben sie gehabt, nicht wahr? Also ich glaube, Kurt, wir werden das mit der Familie. Wieso übrigens London? Bist du nicht mehr in Amstetten? Nein, in Amstetten bin ich nicht. Du bist nicht mehr in Amstetten. Die Lumpi, mein aber nein, du hast Lumpi. Doch das letzte Mal, hast du doch so eine nette, glaube ich, Freundin, die dir ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ja, das ist sehr lieb, mit dir bin ich auch noch zusammen. Ne? Ja, so bist du noch mit ihr zusammen. Also du hast das Geld wahrscheinlich gebracht, um ihr ein schönes Geschenk zu machen. Ja, deshalb brauche ich ja kein. Man muss die verstehen, man will ja einer Frau auch was bieten. Ne? Selbstverständlich sehe ich vollkommen ein. Also biete ihr eine Kleinigkeit, aber was die Familien-Family-Production betrifft, da sind wir uns darüber einig, die haben wir vergessen. Absolutely. Ausgezeichnet. Also, dann sind wir uns schon unterschreiben wir jetzt oder unterschreiben wir nicht? Ich habe gesagt, zuerst wird mit dem Franz gesprochen. Ja. Ach, immer erst die Entscheidungen der Uraltgeneration abwarten. Ja, da kommen wir überhaupt nie zu etwas. Es ist doch nicht so als Berufsjugendlicher aufspielen. Ja, so jung bist du nicht. Also wenn die Filmfirma nicht klappt, dann kannst du dir deine Persönlichkeitsrechte auf den Hut stecken. Ah, hier offenbart sich dein miserabler Charakter. Kaum brauchst du mich nicht mehr schon. Naja, bitte. Also, Kinder, ich habe mit dem Kurt jetzt einmal dieses ganze Projekt ganz genau durchgesprochen. Ja, jetzt sind wir und da ist er draufgekommen, dass da doch noch ein paar Formalitäten zu erfüllen sind. Ach, nichts Bedeutendes, aber immerhin doch, es ist doch so, also es ist im Moment noch nicht unterschriftsreif. Er muss es sich noch einmal überlegen, er muss auch mit seinen Geldgebern noch einmal... Aber sonst ist alles clear. Meine, er fährt jetzt noch einmal zurück nach nach London, um dort mit seinen Leuten noch einmal alles genau zu besprechen. Und wenn er dann alles besprochen hat, das wird ein bisschen dauern, nicht wahr? Aber ich schätze so in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder vielleicht noch kürzer. Also, Pfunde gibt es im Moment keine. Oh ja, Pfunde gibt es eine Masse auf der Bank. So, nicht wahr? Nur er hat sie im Augenblick nicht. Wir bleiben in Kontakt, selbstverständlich. Und jetzt, Hila. Du warst ja doch sehr klug, wolltest mir noch was zum Essen offerieren. Ich hab gesagt, ich werde im Speisewagen essen. Und nichts habe ich im Speisewagen gegessen, weil ich gar nicht zum Speisewagen gekommen bin. Hast du einen Riesenhunger? Ja, gut. Na, Frau Sokol! Na komm kurz. Frau Sokol, bitte, würden Sie die Sandwiches bringen? Ja, eine Frau, mit den Sandwiches ein Mirakel passiert. Was für ein Mirakel? Ja, also ich hab Platte um Platte gemacht und jetzt suche ich es, es ist keines mehr da. Na, das gibt's doch nicht. Kann ja die Katz gefressen haben. Ja, die nicht, aber ich. Tommy! Ja, aus reiner Verzweiflung. Ja, aber Tommy, warum bist du denn so verzweifelt? Schau, habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, ein paar läppische Tausender aufzutreiben? Wem sagst du das? Ja. Der Onkel Kurt ist da durchaus deiner Meinung. Aber Hila, ich bin letztlich sehr froh, dass ich den Pass vergessen habe. Kennt ihr das Bestattungsmuseum der Stadt Wien? Ich wusste gar nicht, dass es eins gibt. Hochinteressantes. Bestattungsmuseum? Ein Bestattungsmuseum ist der offizielle Ausdruck. Wo ist das? Das gibt es in der Goldeckgasse in Wien. Im vierten Bezirk ist das. Vierter Bezirk. Auf der Wieden. Da ist zum Beispiel... Das ist ja ein Museum, aber nicht jemand. Da kann man nicht einfach hingehen und reingehen oder was? Man muss sich vorher anmelden. Wieso haben die nicht immer offen? Oder? Nein. Naja, wahrscheinlich gehen da ganz wenig Leute rein. Ja, es wird nur geöffnet, also auf besonderen Wunsch. Das war, ich weiß nicht, ob sie morgen offen haben, wahrscheinlich eher nicht, weil an Feiertagen sind ja bei uns die Museen eisern zu. Komischerweise. Besuchen kann. Naja, aber in diesem Museum ist natürlich etwas drinnen, was mir Ungeheures gibt. Ich mag doch den Franz Schubert so gern. Nicht? Ich finde den Franz Schubert, also bitte, mag einer durchaus anderer Ansicht sein. Ich weiß schon, dass es andere große Komponisten gibt. Aber mir ist der Liebste der Franz Schubert. Und dieser Franz Schubert, der hat neben einer Reihe wundervoller Musik, die also zum Teil auch natürlich verballhornt wurde, wie Dreimädelhaus und so weiter, nicht wahr? Aber er hat dann einen kleinen Walzer geschrieben und dieser kleine Walzer, den mag ich so besonders gern. Der ist erst vor ein paar Jahren wiederum entdeckt und ausgegraben worden.
Das ist der Kuppelwieser-Walzer. Den finde ich wunderschön. Ja, ja, schön. Er hat für mich auch immer so was, eine gewisse elegische. Weißt du, bei Allerheiligen, da denkt man, Hilla, kannst du dich noch erinnern, wie wir in Frankreich waren, sind wir doch einmal zu Allerheiligen gegangen auf den Père Lachaise, auf diesen berühmten Friedhof, wo der Chopin begraben ist und so. Also ich finde ja, Friedhofsbesuche. Ja, wir waren doch heuer, weil wir von Ibiza nach Hause gefahren sind. Ja. Und wir doch, sind wir über das Tessin gefahren. Ja, das ist ja besonders. Kinder, entschuldigt, lasst euch nicht stören. Aber ich muss doch eine Schlange haben. Das war eine so riesige Schlange. Nein, die war so riesig. Aber das war ein Marxer-Friedhof. Nein, das ist ja nicht. Der Marxer Friedhof ist berühmt. Das ist der Friedhof, wo das Da ist zwar das Mozart-Grab vorhanden. Das ist der letzte Biedermeier-Friedhof, den es noch gibt in Wien. Nur leider, wo der Mozart wirklich begraben ist. Wisst ihr, dass da sehr viele Kollegen von uns wohnen in Mordgruppe? Ach so, ich hab geglaubt, du sagst jetzt Wien. Da liegen die Sohn auf dem St. Marx-Friedhof. Der Mäus. Wir waren dort. Am Grab von Mäus. Sag einmal, seit wann sind das Kollegen von dir? Schauspieler bist du jetzt auch schon. Kurt, du musst dich ein bisschen alles, in deinen Film mit Film ab und zu. Kurt, du musst aufpassen, weißt du? Mit deinen, früher warst du erfinderischer mit deinen Sachen. Ja, die Kollegen, die berühmten Kollegen. Die werden sich beschweren. Das hat doch der Girardi. Hat er mal mit der Dierold, hat er mal zum Girardi gesagt, Dr. Dierold hat zum Girardi gesagt, Herr Kollege, hat er gesagt, wieso, ich bin ja gar kein Doktor.